Zurück bei Pillars of Eternity White March. Wir stehen immer noch in der Höhle der Matriarchin. Ich würde aber gerne noch einmal runtergehen und mir die andere Treppe anschauen, wohin die jetzt genau führt. Die führt ja auch nach oben anscheinend, aber in andere obere Höhlen. Das heißt, da müssen wir einmal reinschauen und gucken, was da sich dahinter verbirgt. Wäre jetzt zumindest ja unschön, wenn wir das zurücklassen würden, ohne einmal gesehen zu haben, was da ist, weil es muss ja irgendwo anders hinführen. Oder führt das einfach nur... Führt das eventuell einfach nur wieder an den Eingang der Höhlen? Könnte natürlich auch sein, weil wir sind ja mit einem Seil runtergeklettert. Und eventuell gibt es ja noch einen zweiten Weg, der nicht genau in der Höhle der Matriarchin endet. Einfach mal schauen. Ist immer die beste Option. Wenn sich irgendwelche Wege ergeben oder eröffnen, einfach mal schauen. So, wo sind wir jetzt? Ah ja, sieh an. Ein geheimer Gang sogar. Okay. Nee, der war gar nicht so geheim. Haben wir den vorher nicht erkundet? Sind wir doof? Bin ich doof? Okay, dann ist dem eben so. Dann haben wir eben drei Wege runter gehabt. Na gut, dann ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt mehrere Gründe, nach Stalwart zurückzukehren und dort mal ein paar Probleme zu lösen. Unter anderem einmal mit Tyrs gereden, nämlich dem müssen wir noch mitteilen, dass der Werwolf tot ist. Dann müssen wir mit Eifert, irgendwie sowas. Dieser Orlaner, der in der Taverne ist. Mit dem müssen wir auch reden. Da müssen wir mal in Erfahrung bringen, inwieweit der jetzt wirklich ein Verbrecher ist oder nicht. Stalwart. Ja, und wir müssen mit dem Sohn von Rennengild sprechen oder mit Rennengild selber. Müssen sie irgendwie davon überzeugen, dass dieser Stamm hier keine Gefahr für sie ist und dass sie sich vielleicht nicht so weit ausbreiten sollten. Denn immerhin, ich glaube, die Oger haben hier vorher gelebt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie deswegen sauer sind. Es ist ja meistens so, dass wenn eine neue Gruppe irgendwo hinkommt, Fürst Sidrock verlässt die Festung. Never before have I met an Adirin man so hesitant to speak his mind. I'm not hesitant, I just like to consider my words carefully. You should really hear yourself talk, amigo. Alof, ich habe noch nie einen eduranischen Mann getroffen, der so damit zögerte, seine Meinung zu sagen. Ich bin nicht zögerlich. Ich mag es nur, meine Worte sorgfältig zu wählen. Amigo, du solltest dich wirklich selbst reden hören. Ja, gut, Alof ist tatsächlich sehr zurückhaltend mit den Dingen. Fürst Sidrock verlässt die Festung. Ja, das ist in Ordnung. Stimmt, wir haben noch ein paar Sachen bekommen, die wir uns auch anschauen sollten. Roben des Pleiernenschlüssels packe ich mal zur Seite. Genauso wie die Fallen, die wir jetzt auch nicht mehr brauchen. Pass mal auf, ich packe auch mal ein paar von den Dietrichen weg. Das macht ja jetzt gar keinen Sinn mehr. Vor allen Dingen, wenn sie dann mal eine Falle entschärfen muss, dann geht das nicht, weil... beziehungsweise geht das schon, aber sie kann sie nicht mehr mitnehmen, weil sie ist komplett voll. Das sollte ausreichen an Anzahl. Wir haben bis jetzt in der ganzen Geschichte, die wir jetzt hier gemacht haben, kein einziges Mal erlebt, dass wir wirklich einen Dietrich brauchten, oder? Gut, schauen wir mal in das Expeditionstagebuch des Bleiernen Schlüssels. Im Ledereinband dieses Tagebuchs ist ein Schlüssel eingeprägt. Die meisten Seiten sind voller rostroter Flecken oder Schrift, die zu klein zum Lesen ist. Gegen Ende des Tagebuchs kannst du jedoch einen Abschnitt entziffern. Konnte nicht feststellen, wie die Vordertür sich öffnen lässt, selbst nachdem sie die eiserne Kachel aus dem Relief gehebelt hatte. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr scheint mir, dass der alte Valianer recht hatte. Wir müssen ihn loswerden, aber wir können erst handeln, wenn wir die weiße Esse zerstört haben. Selbst sein dürftiges Wissen war für uns eine Erleuchtung. Und wenn er recht hat, müssen wir hoffen, dass das Lied, von dem er spricht, irgendwo niedergeschrieben wurde. Wir haben beschlossen, unser Lager aufzuschlagen und nach Büchern oder Unterlagen zu suchen. Alles ist besser, als nur in diesem Schneesturm herumzusitzen. Sie wollten also die weiße Esse zerstören, aber da verstehe ich jetzt nicht genau, warum der eiserne Schlüssel, der bleierne Schlüssel daran interessiert sein sollte, die Esse zu zerstören. Das, ja, erschließt sich mir noch nicht ganz. Wir gehen erstmal in die Taverne. Wir werden dort mal ein Wörtchen mit Eilef sprechen. Ich glaube, so hieß der Orlaner. Dann haben wir nämlich eine Sache schon mal direkt geklärt.
Und ich muss gerade mal gucken, da war ein Nachtrag zu dem, zu diesem Refrain. Den Namen habe ich jetzt wieder vergessen, verdammt. Ist das jetzt gescheitert, weil wir rausgegangen sind? Garrotts Refrain. Einer der Teile von Garrotts Helm befindet sich irgendwo in Stalwart. Ich sollte ein wenig herumfragen. Ach so. Na, dann frage ich mal gleich mal den Wirt danach. Der müsste ja eventuell ein paar Informationen darüber haben. Das. Was ist eigentlich mit Ovünna? Warum gibt sie uns keine Informationen? Something I can do for you. Hafrix got me straightening the rooms, but I'll help you if I can. Ja, offenbar ja nicht. Nun gut. Da ist ja unser kleiner Orlana-Freund. Any progress with Devala? Gibt's was Neues von Devala? Ja, wenn ich das jetzt verrate, dann weiß er ja sofort Bescheid, dass ich mit ihr geredet habe. Ja, das ist natürlich jetzt problematisch. Ich kann... ach, wisst ihr was? Es kann uns eigentlich auch egal sein. Ich habe mich um sie gekümmert, du kannst gehen. Oh, thank the gods. Every last one of them. I never thought I'd see this day. Erleichterung macht sich in seinem Gesicht breit. Den Göttern sei Dank. Jedem einzelnen von ihnen. Ich dachte, ich würde diesen Tag niemals erleben. And thank you most of all. Here, take this. And tell Hafrick that he can keep the rest of the week's fee. I'm off. Und danke. Vor allem danke. Hier, nimm das. Und sag Hafrick, dass er den Rest für die Woche behalten kann. Ich verschwinde. Jetzt tut's mir fast schon wieder ein bisschen leid. Kehre zu Defala im Rotwald zurück. Okay, wir können nochmal ganz kurz mit Hafrick sprechen. Vielleicht können wir auch mal eine Nacht rasten. Das wäre vielleicht auch angebracht. Immerhin würde uns ansonsten sauer die ganze Zeit auf die Nerven gehen mit seinem "Oh, ich bin so müde." Take this with my thanks. Didn't need his trouble around here. Du bist das Kerlchen losgeworden, ja? Hier, als kleiner Dank. Den Ärger mit ihm konnte ich hier nicht brauchen. Stalwart gering positiv. Anyway, what brings you back? Warum bist du zurück? Mit ihm können wir anscheinend nicht reden. Okay. Ich hätte gerne ein Zimmer. Ich weiß, dass ich nicht enttäuscht sein werde. Gut, ich nehme das hier. Kommen jetzt wieder irgendwelche Götter? Nein, zum Glück nicht. Sehr schön. Damit wären wir ausgeruht. Sauer geht uns nicht mehr auf den Keks mit seinem "Oh, ich bin so müde. Ich muss mal schlafen." Und dann können wir jetzt erstmal mit Rennengild sprechen. Versuchen, einen Frieden auszuhandeln. Wir müssen ja sowieso nochmal zurück. Eventuell weiß Rennengild auch was über den Helm. Das wäre natürlich schön. Ja, und dann gehen wir zu Thürsk und berichten ihm, dass der große Wolf tot ist. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir auch mit Thürsk sprechen, denn immerhin jagen die ja in seinem Gebiet, oder im Gebiet der Oger. Könnte ein Problem darstellen. You did right in parlaying with Baragon. Don't know that anyone else here is gonna see it that way, but I thought you should know. Es war richtig, dass du mit Berengarn verhandelt hast. Diese Meinung werden hier nicht viele teilen, aber ich wollte, dass du das weißt. Er nickt dir nachdenklich zu, ehe er sich wieder dem Feuer zuwendet. Any luck with Durgan's battery? Hattet ihr Erfolg mit Durgans Batterie? Was kannst du mir über Fearas Expedition sagen? Who? Sorry, I don't recall the name. Wer? Tut mir leid, der Name sagt mir nichts. Ihre Stirn legt sich in Falten. Last expedition I met disappeared weeks ago. Didn't give any names, but they definitely haven't come back this way. Die letzte Expedition, der ich begegnet bin, ist vor Wochen verschwunden. Sie haben ihren Namen nicht erwähnt, aber sie sind definitiv nicht wieder zurückgekehrt. Don't mean this Feyara weren't part of an expedition, though. We get groups passing by sometimes looking to try their luck. Das heißt aber nicht, dass diese Feyara nicht zu einer Expedition gehörte. Gelegentlich kommen hier Gruppen vorbei, die ihrem Glück hinterherjagen. What's on your mind? Okay, mit ihr, ja. Dann muss ich anscheinend doch mit Thürsk sprechen, denn mit ihr habe ich jetzt nicht so viele Optionen, obwohl hier eigentlich, ja, oder ich gucke nochmal ins Questlog, das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, muss ich mal gleich prüfen. So, wo ist denn ein Thürsk Haus? Da oben. Und dann, ach ja, stimmt, wir müssen ja auch noch... hat noch jemand diesen Kraken gesehen? Nein, Sauer, das warst nur du, du Drogensüchtiger.
Was ich sagen wollte, wir müssen noch zum Ondra-Tempel, denn wir haben ja jetzt neue Hinweise darauf, dass sie dort nur Steine versenkt haben. Und das scheint mir nicht richtig zu sein. Türsk, mein Freund. Watch yourself on the mountain. In these lean times, everything looks like prey to something. Sei vorsichtig auf dem Berg. In diesen harten Zeiten sieht für manche Kreaturen alles nach Beute aus. Ich habe deinen Wolf gefunden. I see. Is it done? Is he dead? Türsk Schultern werden steif und dann sackt er zusammen, als wäre er plötzlich allem überdrüssig. Aha. Ist es getan? Ist er tot? Du hast mir verschwiegen, dass ich einen Druiden töten muss. Nein, und es tut mir leid. Ich fürchtete, du würdest vor der Aufgabe zurückschrecken, wenn du wüsstest, was Suldrun einmal war. You have to understand. To think my son capable of what he did. That was not Suldrun. The beast devoured my boy. And so, you did the right thing. Du musst es verstehen. Meinen Sohn dieser Taten für fähig zu halten, das war nicht Suldrun. Das Biest hat meinen Sohn verschlungen. Du hast daher das Richtige getan. Moment, dein Sohn? Yes. He was my son. It was a cruel trick of the gods to give him a gift that brought him such joy and then to twist it. Er war mein Sohn. Es war ein grausames Spiel der Götter, ihm die Gabe zu verleihen, die ihm solche Freude bereitete, und sie dann so zu verdrehen. Es tut mir leid, dass ich nicht zu ihm durchdringen konnte. Er war schon lange fort. Wenn es einen Weg gegeben hätte, zu ihm durchzudringen, ich hätte ihn inzwischen gefunden. Türsk blickt zu Boden, den Kiefer fest zusammengepresst. Difficult as it must have been, you did what you had to. The people of Stalwart are that much safer for it. Es war gewiss schwierig, aber du hast getan, was du tun musstest. Und die Bürger von Stalwart sind nun sicherer. You've brought me what peace the gods will allow me. This served me well in my younger days, and I hope that it will do the same for you. Du hast mir das bisschen Frieden gebracht, das die Götter mir zugestehen. Dies hier hat mir in meinen jüngeren Jahren gute Dienste geleistet. Und ich hoffe, dass es dir ebenso geht. Stalwart-mäßig positiv. Du hast einen Gegenstand erhalten, Umhang der Frostjagd, zum Inventar hinzugefügt. Jetzt bin ich ein bisschen, ich hätte vielleicht vorher ein bisschen investigieren sollen. Das ist der Sohn von ihm ist, vielleicht hätte er das Figurinchen gehabt. Ach, es hätte wahrscheinlich andere Lösungswege gegeben, wo wir den Sohn eventuell hätten retten können und dann positive Nachrichten hätten bringen können, aber ja, getan ist getan. So ist es nun mal, wir haben die Entscheidung getroffen. Im Nachhinein ist man immer klüger und wenn ihr es mal selber spielt, könnt ihr ja immer noch andere Entscheidungen treffen. Übrigens, mein dringender Rat, spielt es selber. So, nächster Weg führt uns direkt zum Tempel von Ondra, dann können wir nämlich hier ein paar offene Enden abschließen. Wir dürfen wieder rein. Ich dachte, sie hätten die Türen verrammelt, aber anscheinend haben sie das wieder aufgehoben, kurz nachdem wir dann weg waren. Ich bin sicher, die greifen uns gleich an oder so. Irgendwas in der Art wird passieren. Lafda. Du bist zurück. Wie kann die Göttin dir helfen? Ich habe eure Kisten gefunden, es waren nur Steine darin. Ah, dann hat es wohl keinen Sinn mehr, diese Scharade fortzuführen. Ihre Komplizen ziehen ihre Klingen. Aber wir sollten nichts überstürzen. Sie hebt eine Hand. Die Diebe halten ihre Waffen weiter auf dich gerichtet. Ja, wir haben etwas vorgegaukelt, aber tun Ondra-Priester das nicht auch? Dorfbewohner und Reisende geben uns Dinge, die sie vergessen wollen. Wir lassen sie verschwinden. Ist das nicht das Gleiche? Wir sind keine Mörder und wir würden diesen verfluchten Ort liebend gerne hinter uns lassen. Lafda deutet auf ihre Komplizen. Es muss doch kein Blut fließen. Ich will dir gerne helfen, ein Auge zuzudrücken. Sie blickt dich intensiv an. Was schlägst denn du vor? Einen einfachen Handel. Du behältst unser kleines Geheimnis für dich und wir teilen einige unserer Opfergaben mit dir, ehe wir verschwinden. Quecksettel hat die Erbstücke des Zwergs wieder mitgebracht. Auch die kannst du haben.
Kommt nicht in Frage. Ich lasse die Dorfbewohner entscheiden, was mit euch geschehen soll. Laftas Gesicht verhärtet sich, als sie den Arm hebt, fällt ihre Robe zurück und du siehst, dass sie eine gespannte Pistole auf dich richtet. Ich glaub's ja wohl. Flupp und schon ist Laftar in 1000 Stücke zersprungen. So, dann haben wir auch mit den falschen Ondra-Priestern hier aufgeräumt. Wurde auch Zeit. Oh, das war sogar eine außergewöhnliche Pistole. Sehr schön. Die nehme ich natürlich sehr gerne an mich. Ja, ein paar Umhänge, ein paar sinnloses Zeug. Ein Eisenschlüssel mit dickem Griff. Der ist, nehme ich mal an, für die Truhe da vorne. Ansonsten ist hier nur Blödsinn dabei. Also das ist nichts Besonderes, was die jetzt anhatten. Aber die Truhe können wir jetzt wahrscheinlich öffnen. Ja. Und da ist sie drin. Oh. Okruns Erbstück auf jeden Fall. Und die weiße Wappenrüstung. Schwere Rüstung SR-16. Überwältigende Welle. Einmal pro Ruhephase. Schmetterschaden betäubt. Gibt tanzende Blitze. Schockschaden. -1 Bewegungsgeschwindigkeit. Der Name ihres ursprünglichen Besitzers ist zwar in Vergessenheit geraten, aber die legendäre weiße Wappenrüstung taucht in vielen Geschichten über einen Zwergen auf, der Ondra verehrte. Seine Schläge trafen seine Feinde mit der überwältigenden Macht der See. Die Rüstung war so schwer, dass der Krieger sich in den Beschreibungen bewegt, als würde er durch seichtes Wasser waten. Glaubten seine Feinde aber, dass sie einen Geschwindigkeitsvorteil hätten, mussten sie oft feststellen, dass sie vor den Blitzzaubern des Kriegers nicht davonlaufen konnten. Möchte ich mir gerne mal genauer ansehen. Jetzt haben wir auch das Erbstück, das heißt, das können wir auch abschließen. Das Geld nehme ich mal mit. Die haben hier leider nichts zurückgelassen. Tut mir leid. Diese vermaledeiten Priester, das ist ja unfassbar, was die hier angestellt haben. Dann können wir nämlich jetzt das Erbstück zurückgeben. Dann schauen wir gleich mal, wem diese Rüstung eventuell stehen könnte. Bin mir sicher, vielleicht mit Palegina? Ich weiß es nicht. Ich meine, Bewegungsgeschwindigkeit ist jetzt nicht so dramatisch, ganz ehrlich. Erstmal reden wir mit Okrun. Ich hoffe, du bringst gute Kunde. Ja, ich weiß, wo der Gabenbringer deine Erbstücke entsorgt hat. Hast du sie gefunden? Was ist mit dem Medaillon? Ich hab dein Medaillon. Zeig es mir. Der Zwerg grinst unter seinem borstigen Bart breit. Hier. Okrun nimmt das Medaillon vorsichtig in seine Handflächen, um es nicht mit seinen schmutzigen Fingerspitzen zu beflecken. Ja, das ist ihr Medaillon. Er lächelt und richtet mit einiger Mühe seine Aufmerksamkeit wieder auf dich. Du hast heute eine gute Tat vollbracht. Wenn ich den Schatz eines Königreichs hätte, um ihn dir zu geben. Ach so, die Rüstung ist auch von ihm. Ich habe auch deine Rüstung gefunden. Ich brauche sie nicht. Was sollte ich damit anfangen? Er nickt. Behalte sie. Möge sie dir Glück bringen. Er dreht sich um und geht fort. Er blickt nicht auf den Pfad vor sich, sondern auf das wertvolle Erbstück in seinen Händen. Dennoch scheinen die Schritte seiner kurzen Beine voller Zuversicht zu sein. Wir haben was Gutes getan, Leute. Wir haben was Gutes getan. Wir haben zwar ein Kind getötet, einen Sohn getötet, aber wir haben einem Zwerg geholfen. Gibt's denn nichts Schöneres als das? Wer ist eigentlich Istar? Achso, mit Istar haben wir auch schon gesprochen. Gut, dann schauen wir doch mal. Die Rüstung dürfen wir also behalten und den Umhang der Frostjagd haben wir dazu bekommen. Genauigkeit gegen Wildtiere und Schadensreduktion gegen Gefrieren. Ein Ring gibt Leiden unterdrücken. Abträgliche Effekte aufgehoben. Ja, dann würde ich doch mal sagen, dann bekommt sie jetzt auch endlich ihren zweiten Ring. Sehr schön. Was ist das? Dogans Kupferarmband. Achso. Dogans Batterie ist zwar hauptsächlich für ihren Stahl bekannt, doch die Raffinerien haben auch äußerst hochwertiges Kupfer produziert, das für die Herstellung von Münzen, Kunstwerken und Schmuck verwendet wurde. Dieses Kupferarmband ist typisch für den Schmuck aus der Hochzeit der Batterie. Gut, die Rüstung, schauen wir mal. Einzigartige Mittelrüstung hat sie im Augenblick. Glänzend Reflexion hervorragend. Okay, was hat denn. Was hab ich denn gerade? Was hat sie? Schwere Rüstung, leichte Rüstung. Wie würde sie denn damit aussehen? Wow. Aber wir lassen ihr mal die leichte Rüstung. Wie würde ich damit aussehen? Oh. Uiuiui. Und es würde sich nicht viel verändern. Außer. Ja. Außer, dass das Ding hier eben noch diese beiden Sachen mit dabei hat und eins bewegen. Ja, das ziehe ich doch an. Weg mit dieser Rüstung. Und schon sehe ich schick aus. Mensch, kann man machen.
Was habe ich eigentlich hier für einen Umhang an? Achso, ja, das ist der. Das ist ein durchaus wichtiger Umhang, ohne Zweifel. Plus zwei Wahrnehmungen. Pass auf, Fernkampfschaden. Achso, Fernkampfschaden. Das wäre ja eigentlich was für sie, ne? Aber, Modifiziert Verbindung des Pirschjägers. Ach komm, den packe ich mal gerade weg. So, wir haben gute Sachen getan, sind neu ausgerüstet. Alles ist super. Aber irgendwas fehlt noch, oder? Richtig, der Refrain, heilige Instrumente. Achso, ist da war das. Naja, da müssen wir jetzt so durch ans Batterie. Thermalperle, das ist auf der rechten Seite. Die Klinge der endlosen Pfade, das ist noch aus dem Hauptspiel. Die Prüfung von Durance ist aus dem Hauptspiel, nicht länger erwünscht. Kehre zu Defala. Ja gut, das können wir abschließen. Da müssen wir zu Durgans Batterie. Ja, und das ist die Quest von Mahena oder Maneha. Ja, dann haben wir ja eigentlich... Aber Moment, ich habe doch hier noch niemanden davon überzeugt. Habe ich die Leute hier schon überzeugt, nicht gegen die Oger vorzugehen? Ich glaube nicht, oder? Naja, wir werden es rausfinden, wenn sie das nächste Mal die Oger abschlachten, würde ich sagen. Aber gut, in jedem Fall ist das erstmal gelöst. Wir müssen noch einmal in den Rotwald zurück, um ja mit Defala nochmal zu sprechen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn der guten Taten noch mehr werden. Und ich verabschiede mich mit einem, ja, doch ein bisschen zwiegespaltenen Tschüss.